Die 6. Norderstedter Herbstmesse lockte weit mehr als 10.000 kleine und große Besucher zum Norderstedter Rathaus. Neben zahlreichen Aktionen, besonders für Kinder, standen vor allem die Unternehmer aus der Region im Fokus. Gemeinsam mit den Ausstellern konnten die Verantwortlichen der BDS Nord, die Stadt Norderstedt und der Regenta Verlag unter anderem eine Kinderrallye auf die Beine stellen. Ein weiteres Highlight waren die Führungen hinter die Kulissen der Volkshochschule und der Stadtverwaltung. Die Kinder durften sich sogar einmal auf den Chefsessel des Oberbürgermeisters Hans-Joachim Grote setzen. Über das kostenlose Kinderschminken freuten sich besonders die kleinen Mädchen, die sich freudig strahlend in Prinzessinnen, Schmetterlinge und Marienkäfer verwandeln ließen. Aber auch die Jungen kamen auf ihre Kosten. Während sich die jungen Damen schminken ließen, zeigten die kleinen Gentlemen ihre handwerklichen Fähigkeiten beim Filzen. Ein bunter Mix verschiedenster Branchen gab einen wunderbaren Einblick in die Unternehmensvielfalt des Kreises. Auch Verbände und Vereine präsentierten ihr Angebot dem interessierten Publikum. Ich präsentiere mich hier in Norderstedt. Ich bin ja ein ursprünglich Norderstedter Unternehmen, komme aus Norderstedt, habe hier meine Anfänge gehabt und möchte diesem Publikum zeigen, es gibt mich noch, die Schokoladendruckerei, auch wenn wir jetzt in Fuhlsbüttel sitzen. Die Rolle des BDS ist es im Grunde genommen, Unternehmer hierher zu bringen, damit sie die Chance finden und sich zeigen können. Und ich finde es immer schön, wenn man hier auch nur einen kleinen Stand hat, um von der Masse der Menschen, die hier durchlaufen, einfach wahrgenommen zu werden. Wir freuen uns wieder mal auf der diesjährigen Herbstmesse vom BDS in Norderstedt dabei sein zu dürfen. Bieten im Speziellen in diesem Jahr Kunststoffdesignbelag an. Bietet sich an in der Renovierung, weil er einen relativ kleinen Höhenaufbau hat. Keine Hohlgeräusche im Vergleich zum Laminat. Dann haben wir wieder unseren Sonnenschutzständer mit Plissés, mit allen möglichen außenliegenden Sonnenschutzmöglichkeiten. Und ansonsten auch Malerarbeiten. Wir sind Norderstedts einziger Raumausstatter und Parkettleger Meisterbetrieb. Arbeiten nur mit festangestellten Kräften, so wie das sein soll. Zum einen präsentiert das Betriebsamt neue Ideen in Sachen Bioabfallerfassung und natürlich das Hempels Gebrauchtwarenhaus, das jetzt fast schon 2 Jahre in Norderstedt existiert. Das ist das Anliegen in diesem Jahr. Und zwar haben wir ein neues Vorsortiergefäß für biologische Abfälle für die Küche, für die wir auf der Messe Norderstedter Testpersonen suchen. Und der Andrang war so groß, dass unsere Testgefäße fast schon alle ausgegeben wurden. Ja, wir haben dieses Jahr das erste Mal einen gemeinsamen Stand, CDU und Junge Union, weil wir auch zeigen wollen, dass wir als Union als Ganzes Partei der Generationsgerechtigkeit sind. Wir wollen ältere, aber auch jüngere Personen ansprechen. Und ich als Kreisvorsitzender der Junge Union möchte vor allem junge Leute ansprechen, die hier auf der Herbstmesse sind und auch für die politische Sache, die wir vertreten, auch begeistern. Weil wir haben auch vor, hier in Norderstedt wieder einen Ortsverband zu reaktivieren und deswegen stehen wir hier. Planung zur 7. Norderstedter Herbstmesse ist bereits in vollem Gange. Auch dann heißt es im Herbst wieder: Hey!